Willkommen bei The Hunter Call of the Wild. Wir befinden uns im schönen Silverridge Peaks. Hier soll es heute weiter auf die Schwarzbärenjagd gehen und wir haben uns da heute mal den Osten vorgenommen. Ich bin jetzt hier etwas weiter weggespawnt an der Lobby und diese drei Seen, die will ich heute zuerst abgehen. Dann gehen wir weiter zu dem oberen See, der befindet sich schon im Nordosten und falls wir dann es geschafft haben, den Jagddruck hier zu entfernen, geht es dann oben an einen unserer weiteren Top-Seen weiter. Ja, wir haben eine Menge vor, also würde ich sagen, starten wir direkt. 10:47 Uhr, wir starten hier in der zeitigen Tränkezeit von 11 bis 12:30 Uhr für den Schwarzbären. Es wird natürlich wieder alles gejagt, was wir sehen. So konnte ich zum Beispiel auch in einer vergangenen Jagdsession einen schönen Diamant-Truthahn erlegen. Diamant mit Herzschuss. Und wir haben jetzt als erstes Ziel 1 Kilometer Fußmarsch. Schön Zweier. Entfernung 200 Meter. Komm, den nehmen wir direkt mit. Und der ging auch gut runter. Der liegt definitiv. Nachschuss, würde ich meinen. Den hätte ich mir diesmal sparen können. Der ging hinten, Magen-Darm. So, Tier Nummer 1 für heute. Erster Schuss, ja, auch ein Tick zu weit hinten, aber die Leber getroffen. Und der zweite Schuss, ach je, in Hinterlauf. Das war ja wirklich nichts. Fellart dunkel. Annehmen. Oh, er kommt auf uns zu. Ich habe die Hoffnung, dass der zweite Schuss nicht getroffen hat. Dass wir ihn wenigstens zweimal jetzt tödlich getroffen haben. Schöner Siemer und zweimal getroffen. Goldwertung. Alles gut. Glück gehabt. Glück gehabt. Erster Schuss ging in Vorderlauf. Zweiter Schuss in den Lungenflügel. In Farbe Schwarz. Mission erfüllt. Den Sieber haben wir jetzt erlegt. Also direkt weiter jetzt. Mit Speed zum nächsten See. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Bedürfnisgebiet geht zu Ende. Bedürfniszeit geht zu Ende. Haben wir ihn überhaupt getroffen? Wir haben ihn regelrecht durchlöchert. Muss man leider so sagen. Oder wir haben halt die Kugeln in den Sand gesetzt. Wird hier schnell nachladen, hier kommt irgendwas. Meister Petz Nummer 2. Oh. Perfekt. Haben wir noch zwei mitnehmen können? Hier läuft noch etwas. Etwas. Weiß halt nicht was. Auf der Flucht, ja, geht runter. Bär Nummer 3. Es geht doch. Es geht doch.
Jetzt aber erstmal einsammeln. Muskel, Leber, Magen. Leber war das tödliche Organ. Getroffen. In Dreier. In Dunkel. Und den haben wir auch nur einmal getroffen, in Lungenflügel. Da haben wir doch bestimmt 4 oder 5 Schuss reingejagt. Beziehungsweise dann doch in Boden. Oh, der sieht ja schön aus. Weiblich, dunkel. So, hier zweimal getroffen. Auch dunkel. Aber was haben wir hier verkackt? Was haben wir gemacht? Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Oh, ja. Gut an einem Tiefflug. Truthahn im Tiefflug. Schönes Tier. Goldwertung. Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich aber direkt dann den Diamant erwischt. Entfernung 7,50 Meter und Herz. Ah, den hier, ein Diamant. Der sieht so toll aus. In hellbraun. Weibliches Tier, wieder ein Zweier weiblich. Da haben wir noch ein Zweier weiblich. Oh nein, neuner legendärer Puma. Trophäenwertung bis 40. Guck mal, 200 Meter, da lege ich direkt von hier an. Aber wir legen uns auch hin. Da müssen wir warten. Also Breitseite muss er schon stehen. Herz. Oder wollen wir Herz versuchen? Auf den legendären. Geht runter. Wir haben, ich hoffe mal, ein lebenswichtiges Organ getroffen. Okay, er liegt. Ja, sowas muss ich versuchen. Puma in Diamant habe ich schon. Das war mir jetzt nicht ganz so wichtig, wenn ich den verschieße, aber wenn wir jetzt einen Herzschuss gelandet hätten, ist man natürlich der Held. Ihr wollt ja auch ein bisschen was geboten bekommen. Ein bisschen Spannung muss schon sein. Anschleichen auf 100, 150 Meter, das kann doch jeder. Gut, kann nicht jeder, aber wäre jetzt die Siegervariante gewesen. Auch 200 Meter. Komm, da legen wir auch an. Liegt. So, Silber, Schwarz, Magen. Wir gucken noch mal hier. Lungenflügel, Magen, Leber. Annehmen. Und jetzt geht's zum legendären Puma. Gucken wir uns den mal an. Und ein Diamant mit 39. Also genau an der Grenze. Würde ich auch wieder ausstopfen. Unser erster Diamant heute, beziehungsweise in der Jagdaufnahme. Leber getroffen. Oh. Das war. Oh, guckt mal hier. Eigentlich ging es doch ins Herz. Eigentlich hat es doch ins Herz getroffen. Es war knapp. Es war wirklich knapp. Den stopfen wir uns aus. Okay. Und einmal annehmen. Sind wir auch hier am See durch, also geht es jetzt hier oben weiter. Da würde ich aber jetzt erstmal zum Außenposten reisen. Wir sind noch gut in der Zeit. Also legt man da direkt los. An der Uhr wird jetzt nicht gedreht.
Oh ja, da stehen sie. Zweier weiblich und ein Dreier weiblich. Wieder nur weiblich. Da haben wir noch einen Zweier weiblichen. Schon Nummer 3. Ja, kleines Männchen. Kleines Männchen ist besser wie ein schweres Weibchen. Bevor wir anlegen, möchte ich gerne nochmal die linke Seite abchecken. Das waren die Weibchen, genau. Getränkegebiet. Ist aber weit weg vom See. Ja, der steht gut. Der steht gut. Ah, hier steht er nicht gut. Jetzt läuft er. Verdammt. Warum habe ich nicht abgedrückt? Jetzt kommt gleich der Baum. Pass auf, jetzt läuft er gleich wieder. Und? Ja. Manchmal ist das wirklich so, als ob die das merken, wenn man die ins Visier nimmt. Er liegt, unser Männchen, und das Weibchen liegt halt nicht. Noch nicht, noch nicht. Ah, wir brauchen wieder Luft, wir brauchen wieder Luft. Alles Gute ist, es ist nur hin und her gelaufen. Wir müssen da jetzt nicht kilometerweit rennen. Da haben wir noch einen. Wir sammeln jetzt erstmal einen. In Dunkel, Lungenflügel, Leber. Ja, erster Schuss Brustwirbel und dann nochmal Lungenflügel. So, Brustwirbel, ein Tick zu hoch war das. Ja, das war sozusagen im Durchstarten. Haben wir ihn erwischt. Okay, dann haken wir den See auch ab. Haben auch gut Beute gemacht. Also alle vier Seen hat hier wunderbar funktioniert. Wir werden uns mal nochmal hier bei meinen Lieblingsseen umsehen. Jetzt haben wir die Uhrzeit mehrmals zurückgedreht. Das sind mehrere Tage vergangen. Hier habe ich jetzt immer ein bis zwei Schwarzbären erlegen können. Warum nicht? Warum nicht jetzt wieder? Ach, da sind sie. Guckt euch das an. Da stehen sie doch. Ein Schwarzbär in 6. 3 und ein 4er weibliches Tier, 380 Meter. Wisst ihr was? Da lege ich mal drauf an. Kleine private Challenge: 380 Meter ohne Null Distanz, natürlich ohne Null Distanz. Sag mal. Unseren ersten haben wir direkt erwischt. Ich glaube, das war sogar ein Herzschuss. Aber die beiden haben wir ständig verfehlt. Oder? Was sagt ihr? Die Kugel ist ja abgefallen. Ich habe oberhalb des Rückgrats, das haben wir definitiv nicht getroffen. Und da der sofort lag, denke ich mal, das ging ins Herz. Ja, und die anderen müssen wir halt, ich glaube, ja, zwischen die Beine. Weil da habe ich Oberkante, Brust, Rückenwirbel gezielt und hier halt nicht getroffen. Aber die kommen ja wieder. Da ist noch ein Bär unterwegs. Vierer, oh ja, der präsentiert sich. Ja, wir sind bereit.
Und ja, geht runter. Oh, zweite Schuss. Ach, das war wieder eine richtige Gurke. Der ging in die Bälle. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, guck mal, den will ich gerne sehen, wo der Schuss hinging. Jetzt ist er weg. Ah, schön, Lungenflügel. Ein Blonder. Oh, blond ist eine besondere Fellfarbe. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Weil blond ist selten. Den müssten wir eigentlich ausstopfen. Ja, passt auf. Es gibt ja das Multimount. Ich sag mal, das ist schon mal ein Anfang. Den könnte man nehmen. Der hat eine besondere Fellfarbe. Den tun wir ausstopfen. Vor dem Update war blond nichts Besonderes. Aber jetzt ist es besonders. Hier haben wir doch einen monströsen Blutfleck. Hier liegt er doch. Hier haben wir ihn. Den Gold, ja, Herz hier. 374 Meter Herzschuss. Und nur Herz. Und wen haben wir hier? Lungenflügel und dann noch mal in die Hüfte. Ja, schön Hüftlarm geschossen. Schwarzbär. War dann weiblich, oder? Ja, weiblich. Annehmen. Ja, nicht ganz, nicht ganz. In der Kronjuwelen waren Weibchen. Aber ein Darm. Bauchschuss. Bauchschuss erlitten. Da pennt noch ein. Oh, ein Fünfer. Ich gehe kaputt. Ein Fünfer. Paribison. Rapidi, geh weg. Wir haben unser Opfer. Ein Fünfer Bison. Da riskieren wir natürlich nichts. Da versuche ich jetzt ranzugehen. So weit wie es geht. Immer schön hier beobachten, dass er ruhig ist. Es sieht auch so aus, als würden wir hier direkt durch die Bäume einen schönen Schuss setzen können. Und am besten gar nicht mehr aus den Augen lassen. Der ist wirklich so schwer hier drin zu entdecken. Und vor allen Dingen die richtige Waffe zücken. Das ist auch noch das A und O. Da müssen wir die 300er nehmen. Haben wir sie geladen? Die ist geladen. Hier entdecken. Sehr schön. Ah, der ist gut. Ich würde jetzt gar nicht weiter rangehen. Jetzt haben wir ihn so schön entdeckt hier. Einen Schuss haben wir noch. Einen Schuss hätten wir noch, dass die Wertung nicht verkackt. Und wir haben den nicht gut getroffen. Wir haben den nicht gut getroffen. Nein, es war die falsche Waffe. Es war die falsche Waffe. Das ist er. Bembu, raus da. Das ist er. Gold. Mit der Coolman.
Es war nur ein Gold. Aufregung, warum sonst? Nein, es ist ein Gold, es wäre ein Diamant gewesen. Ungeeignete Munition. Meine Güte. Dann haben wir den wirklich erlegt damit. Gut, ich werde hier zum Schluss kommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's mal gut.